Ein wahrer Fan will sich natürlich nichts entgehen lassen, was mit dem Objekt seiner Begierde zu tun hat. Genau an diese Zielgruppe richtet sich Konamis Silent Hill 2 Restless Dreams. Im Grunde genommen ist die Version identisch mit dem vor einem halben Jahr erschienenen Gruselhit. Lediglich ein weiteres Kapitel haben die Entwickler spendiert, das allerdings hat es in sich. Statt mit James laufen sie hier nämlich mit der geheimnisvollen Maria durch die verlassenen Straßen von Silent Hill. So erfahren sie ganz nebenbei, was das arme Mädchen dazu treibt, am Rande des Wahnsinns wandelnd immer wieder den Weg des Helden zu kreuzen. Wer aber auf eine klare Antwort auf die Frage hofft, was in dem ehemals beschaulichen Ferienort am Meer geschehen ist, wird enttäuscht. Maria weiß auch nicht mehr als James und versucht genau wie er, eine Erklärung für die grauenhaften Geschehnisse zu finden. Zu dem Terrain, in dem sie sich bewegen, gehört eine alte Stadtvilla, die es in der ursprünglichen Version nicht gab. Dazu erwarten den Spieler einige Straßenzüge des Ortes, die aber aus dem Original Silent Hill 2 bekannt sein dürften. Allerdings ist der Nebel noch etwas dichter, was die Atmosphäre einen Tick gruseliger macht. Auf das Radio als Monsterdetektor können sie mit Maria nicht zurückgreifen. Und so gibt es beim Spielen immer wieder gehörige Adrenalinschübe, wenn eine der Kreaturen unangemeldet aus den Nebelschwaden hervorbricht. Wer Maria kennenlernen möchte, muss sich allerdings noch gedulden, denn für Europa steht der endgültige Release-Termin noch aus. Glück hat da, wer neben seiner PS2 noch eine Xbox besitzt, denn die Version für diese Konsole enthält das Maria-Kapitel ebenfalls und ist bereits erhältlich. Stop it. You're disturbing me. Thank God. I finally found somebody. Can you open the door? No.